Stop rowing and prepare for the start. Sit ready. Attention. Ah, die ersten Schläge sind gemacht. Jeder versucht hier nochmal die Länge zu finden, versucht jetzt hier weiter in Bewegung zu bleiben. Wir haben hier unterschiedliche Kaliber am Start. Wir haben hier Sportler, die bereits im vergangenen Jahr in der Auswahlmannschaft des Hessischen Ruderverbandes waren. Wir haben hier aber auch Sportler, die das Rudern dann nicht so lange erlernt haben, aber eben auch die Lücke schließen können. Vorne erneut Marburger Ruderverein. Bruno Späth führt vorne ins Gegenwandel. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass hier noch nicht alle Tage ab ist. Freiburger Ruderverein. Auch diesen Vereinsnamen haben wir heute schon gehört. Er hat es heute auch schon in die Serie eingetragen. Er führt an dieser Stelle vor Bruno Späth, vor Nils Niemann. Wir haben hinten auf der Anzeige die Böse im Schnitt werden, die Böse im Ergebnis werden. Unter 5 Minuten ist schon sehr großer Sport. Deswegen feuern wir Maximilian Schultheiß und seine Konkurrenz an. Bruno Späth, Marburger Ruderverein, Nils Niemann. Ganz knapp vor Tilman Ries. Aber bedenken Sie, diese Sportler müssen auch aus dem Tag drücken. Es kommt noch eine zweite Abteilung. Das Endtableau ist mit dieser Abteilung noch nicht gelaufen. Es wird erst mit der zweiten Abteilung der Gesamtsieger feststehen. Ein Stück weit Druck für die erste Abteilung, weil sie alles geben müssen, alles in die Waagschale legen müssen. Nicht, dass hinterher einer mit 2-3-10 ganz knapp nach vorne vorbeikommt. Sportler sitzen hier nebeneinander, können sich ein Stück weit die Gestik und die Mimik abnehmen. Man sieht die Startfrequenzen nebeneinander und es ist absolut identisch. 32, 33, da schenkt sich keiner was. Es ist eine 1,41 für Nils Niemann, eine 1,42 für Bruno Späth. Jetzt ist 1,40 auf Waldgistlet. Da wird geantwortet, jeder antwortet, jeder antwortet, jeder reagiert, jeder macht sich frei. Was geht dies zur Ziellinie? 400 Meter laufen jetzt für Bruno Späth und jetzt für Nils Niemann. Diese Stelle leichte Vorlage für Bruno Späth auf Position 2. Vorne ist es ganz unverändert. Maximilian Schultheiß, Freiburger Ruderverein, Mitglied des Hessenteams im vergangenen Jahr. Da ist die Führung souverän und was passiert jetzt dahinter? Was passiert dahinter? Im Moment hat
Kamera spielt wieder eine halbe Länge nach vorne ausfahren. In diesem Moment ist die Matte auf Position 3. Aber die zweite Abteilung kommt, deswegen von da ist man angepasst werden. Es kann das Spiel werden, ohne das. Position 2 für Rudersberg, aber Ruderverein. Position 3 ist die Matte. Was passiert dahinter? Tillmann Ries auf Position 4. Cedric Niemann versucht sich gegen Cedric Deckenbach durchzusetzen. Oh, das wird ganz knapp, damit war das Spiel vorher. Cedric Niemann hat gleich vor. Auch hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern. Dafür gratulieren wir, aber die nächste Abteilung drückt, die zweite Abteilung drückt und sie möchten sich selbstverständlich auch hier nochmal in das Gesamtergebnis, in das Gesamtranking einsortieren. Das war der erste Streich, der zweite.